Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten, glaube ich, einen Frauenschrei gehört, ne? Das ist jetzt wieder eine Woche her, als ich das gespielt habe. Ja, genau, wir waren in den General Store, richtig, und wir müssen aber in dieses Haus da rechts. In dieses dilapidated Haus. Allerdings, Freunde, würde ich sagen, mache ich erstmal nochmal hier die Gegner platt. Alles klar, dann gehe ich erstmal die Gegnerrunde da links. Und ja, genau, Leute. Wir haben diesen Frauenschrei gehört und das war doch sehr mysteriös. Deswegen hat sich jetzt auch die Musik hier geändert und genau, Raum 1 und 2. Sind Gegner drinne, Freunde, da würde ich mal sagen. Jo. Machen wir das mal. So. Ach, was habe ich da vermisst hier? Parasite Eve 2. Schaut mal, Freunde. Das sind Explosionsbabys und schaut mal. Hä, die machen Splash-Damage auch auf Gegner. Das ist richtig gut, Leute. Und da ist so ein Zombie. Ah. So, Leute. Genau, direkt mal wieder mit der Action hier los. Ja. Freut mich, dass ich das mal wieder hier spielen kann. Was haben wir denn hier drin? Ah, noch so ein Explosionsvieh. Okay. Ja, das finde ich sehr fair gemacht, dass die Babys auch Schaden an Gegnern machen. Finde ich sehr fair, Freunde. Cool. So, okay. Ja, wie gesagt. Also ich guck mal gerade, wie viel XP habe ich denn nochmal? 941, das reicht für gar nichts, ey. Wirklich. Deswegen muss ich hier unbedingt jetzt erstmal hier die Gegner platt machen. Ui. Oh, das sind so Mücken da oben. Die sind doch ekelig, Freunde. Wirklich. Ah, da war wieder so ein Explosionsding. So, dann würde ich sagen, ich würde euch ganz gerne eigentlich mal hier diesen Flammenzauber zeigen, aber... Ah, komm, hör auf. Geh bloß weg. So, wisst ihr was? Ich glaube, wenn die jetzt gleich mal in die Mitte kommen, mache ich das mal. Schaut mal, wir haben ja letztes Mal einen neuen Zauber gelernt. Und zwar hier Combustion, Freunde. Das ist mein Lieblingszauber. Schaut euch den mal an. Einfach so, zack, eine Flammenwelle. Richtig geil, Leute. Aber die haben mich getroffen. Das ist ein Problem. Währenddessen kann ich mich erstmal heilen. Genau. Ich muss erstmal nochmal so ein bisschen wieder reinkommen hier. Ja. So, wo ist denn hier der Gegner? Hat er sich auf dem Klo versteckt oder was? Ja, sieht so aus. Ja, da unten. Ah, geh weg. Ach, verdammt. Verdammt nochmal, diese Kackbabys. Wirklich. So, Leute, dann wisst ihr was. Dann heile ich mich erstmal nochmal. Damit die HPs schön voll sind. Na, genau, Leute. Gut. Dann geht's mal wieder raus hier. So. Genau. Ich bin schon gespannt, was es da mit der Frau da hinten auf sich hat. Und ja, da würde ich mal sagen. Genau, wir waren ja letztes Mal in diesem ekeligen Brunnen da drin, ne? Und haben da diesen Zwischenboss erledigt. Der mich als Kind richtig genervt hat. Also das war schon echt krass. Gut, hier in dem Klo ist noch was drin. Wollen wir mal beim Geschäft ein bisschen stören. Was ist das denn alles? Oh, schon wieder so Babys da unten. Ah, verdammt. So. Nicht so nah, nein. Ah, verdammt nochmal. Gut, wisst ihr was? Machen wir hier wieder Combustion drauf. Und zack. So. Richtig geiler Zauber, Freunde. Combustion ist richtig gut. So, 21 MP, Leute. Die Babys, die geben verdammt viel MP. So, Leute. Dann würde ich sagen, nutze ich jetzt einfach mal aus dem Menü eine Medizin Level 1. Die muss ja auch weg, ne? Die muss ja auch weg. Sogar eine Vollheilung, alles klar. Dann pack die Medizin Level 2 mal ins Kampfinventar rein. Genau, Leute. Sortier das mal bitte. Ja, das passt doch soweit, ne? Menümäßig passt das soweit. Okay, Freunde. Korrekt. Dann
gehen wir erstmal wieder hier raus. So. Ich drehe jetzt noch einmal kurz die Runde da durch diesen Laden und an dem Wasserturm. Und dann geht's weiter auf in neue Gebiete, Freunde. Da freue ich mich schon drauf. So. Hier drin war ja nichts. Ne? War hier was? Nö. Ich glaube nicht. Nö. Moment, ich kann mich an eine Szene erinnern, aber hier... Hier auf dem Klo ist nichts, okay. Nee, dann kommt das später, Freunde. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. So. Gut, dann machen wir mal weiter hier. Ach du Heilige, was ist denn hier alles drin? Wieder hier ein paar Insekten vernichten, okay. So. Ah, da fliegt noch irgendwas. Ah, schnell, Eier, da oben. Los. Da oben. Oh, Gott sei Dank. So. Was haben wir denn hier noch? Ratten. Okay. Dann mach dafür einfach mal Plasma, komm. So. Zack. Da haben die mich echt einmal gebissen. Unfassbar. Unfassbar, diese Biester. So. XP 1075. Ich glaube, als erstes werde ich mir echt die Heilung besorgen auf Level 2. Ah, schaut mal, da sehe ich doch schon was. Skorpione. Diese Biester hier. Da kommen noch mehr. Okay, kommen einfach so aus dem Boden raus. Dann... Ah, verdammt. So. Dann... Nee, wisst ihr was? Ah, Combustion, komm hier. Combustion, mach schnell. Zack. 126 Damage, Leute. Richtig geil. So. Zack. Und... Ah, stimmt. Die Skorpione, die hinterlassen immer so eine Brühe. So eine Giftbrühe. Das heißt, wenn man da reinläuft, dann kriegt man Damage. Genau, da muss man aufpassen, Freunde. Und diese grünen Pfützen da, die da hinterlassen. Richtig eklig. Da ist der letzte. Komm, mach den kaputt. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Zack. Ah ja, die Putzfrau. Also wirklich. So, war oben denn noch was? Na, oben war nichts, aber da in dem kleinen Gang, da ist noch was. Gut, Freunde. Da würde ich sagen, machen wir das noch eben kurz. Und ja, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut an diesem Freitagabend. Und ja, so, Leute. Skorpion. Zack. 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 Ich finde das geil, dass sie immer so aus dem Boden kommen. Warum kommen die aus dem Boden, verdammt nochmal? Geh zurück und mach mal hier Combustion los, komm. Und zack. So, sehr schön. Ihr merkt, das ist einer meiner Lieblingszauber hier, Combustion. Obwohl der übelst viel MP kostet, schaut mal. Wir haben nur noch 11 MPs. Soll ich mal eine Cola trinken? Ja, kommt, wisst ihr was? Wir trinken mal eine Cola. Ich glaube, das ist im Moment das Beste hier. So, ich glaube, das müsste alles auffüllen. Ja, fast, Leute, fast. Oh, da haben wir uns jetzt mal unsere schöne Cola hier gegönnt. Gut, ah, das war schon drin, ne? Ja, das war schon drin. Okay, dann nehmen wir noch ein MP-Wasser rein. Und dann passt das doch schon. Gut, Freunde, ich glaube, dann haben wir alles sauber gemacht hier, ne? Perfekt, Leute. Perfekt. Dann können wir jetzt zum neuen Gebiet gehen. Und mal schauen, was da so gebacken ist. Wisst ihr was? Ich kann doch eigentlich... Das ist doch blöd. Warum gehe ich denn hier lang? Ich kann doch hier hinten lang. Da beim Douglas vorbei. Warum mussten wir eigentlich durch den Abwasserkanal durch? Ah, um in den General Store zu kommen. Ja, ja, ich verstehe schon. Alles klar. Hm, okay, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es jetzt im Endeffekt der gleiche Weg, ne? Das hat genauso lang gedauert wie außenrum. Aber so können wir doch nochmal die Landschaft hier so ein bisschen kennenlernen, ne? Hier sind wir ja schon eine Weile. Ich muss sagen, die gefällt mir sehr hier mit diesem Western-ähnlichen Style. Finde ich cool, Leute. Gut.
dann würde ich mal sagen, haben wir hier die Gegner alle platt gemacht und dann... Genau, war ja hier jetzt die Tür drin. Richtig, hier waren wir ja letztes Mal und haben uns alles schön angeguckt und Aya will einfach nichts einkaufen. Und genau. Hier die Tür, Leute. So, gehen wir da rein. Los. Da sind mit Sicherheit Gegner drin, oder? Ah, da ist der Schrei, Freunde. Das hört sich richtig verstörend an. Und da hinten ist ein Pferd. Okay. Dann machen wir hier Dings und Pyrokinese. Ah, lauf. So, ah ja, und... Der andere kommt angelaufen. Oh Gott. Eieieiei. So, Leute, wisst ihr was? Machen wir hier Plasma. Platsch den mal nach unten. Der ist eh schon kaputt. Oh, ich bin voll reingelaufen, ich Idiot. Ach Mann, Leute. Lauf! Ah, verdammt! Oh Gott, ich muss mich echt mal langsam hier heilen. Aber Moment, nee, Moment. Ich muss Medizin nehmen, Medizin Level 2. Die machen so viel Schaden, Leute. Oh. So. Dann mach mal hier Plasma, komm. Steht nicht drin, ne? Plasma, komm. Und... damit der sich mal auf den Boden legt hier. So. Boah, dieser Schrei, Freunde. XP 1500. Wir können uns den nächsten Zauber leisten. Ja, die Frau, die schreit da um ihr Leben. Aber ich gucke jetzt mir jetzt erstmal hier die meine Zauber an. Das ist ein bisschen gemein, ich weiß, aber was soll man machen? Ah, was soll ich denn als erstes? Energy Shot oder Antibody? Ich mach mal Antibody, das geht, glaube ich, ne? Ja. Antibody, das wird nämlich gleich wichtig, Freunde. Gut. Ach du Scheiße, Freunde. Das ist so verstörend, wenn man die Schreie zum ersten Mal hört. Das ist so krass, Leute. Wow. Richtig gutes atmosphärisches Mittel hier. Gut, dann würde ich mal sagen, checken wir mal erstmal alle anderen Räume ab. So cool, wie wir hier sind. Ah, hier sind nämlich Gegner drin, schaut mal. Da oben das zuerst, genau. Dann die Babys. So. Ach, verdammt. Mann, was soll denn das? Oder wisst ihr was? Nimm einfach das Flair, das ist mir jetzt hier zu blöd. So. So schnell kann's gehen, Leute. So schnell kann's gehen. 28 XP. So, das sieht doch hier nach so einem kleinen Shop aus oder sowas, ne? Postkarten und Bilderteller. Nichts von Interesse. Ah ja, du hast an nichts Interesse, kann das sein? So. Ein Handkarren mit Kaschina-Elfenpuppen. Wie süß. Ach, da hast du also doch Interesse dran. Ein Handkarren mit Souvenirs. Okay. Wie süß, ja. Ich sehe den Brunnen. War ja ein ziemlicher Umweg. Da ist der Brunnen. Genau, Leute. Ja, da ist der Brunnen. Richtig. Ein völliges Chaos. Nichts von Interesse. Okay. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Nein. Okay. Hier muss doch irgendwas sein. Ein altes, eingerahmtes Foto an der Wand. Sitting Bull. 1831 bis 1890. Der berühmte Sioux-Häuptling vom Kampf am Little Big Horn. Sitting Bull. Wieder so ein Bild, Freunde. Ja, interessant so. Die Kasse scheint unbeschädigt zu sein. Das heißt, NMCs waren hier im Werk. Genau, weil NMCs halt nicht nach Geld hinter Geld nach sind, ne? Hm? Da liegt was. Aha, Freunde, eine Zusatztasche. Seht ihr das? Ich wusste doch, dass hier was war. Die Kasse des Souvenirladens. Aber die auch eingesackt. Sehr schön. Völliges Durcheinander. Ja, so sieht's aus, ja. Jetzt sagst du irgendwas zu diesem Stuhl hier? Tomahawks, Totems, Mokassins aus Hirschleder. An der Wand hängt eine prächtige Kriegshaube. Das sind indianische Souvenirs.
Jede Menge Souvenirs. Okay. Ein Souvenirshop hier. Mhm. Okay. Cool, Leute. Sacred Mesa. Aber sonst ist hier nichts. Gehen wir mal direkt mal wieder raus. So, Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir dem schrecklichen Frauenschrei immer näher, Leute. Wir gehen erstmal nochmal kurz hier rein. Ach du Kacke. Holy shit, Leute. Dieser Schrei im Kleiderschrank ist nichts. Hier oben nur ein Insektenspray. Okay. Boah, dieser Schrei, Leute. Der kann einem schon die Gänsehaut auf dem Rücken sch... Boah, Leute. Das Bett wurde wohl lange nicht benutzt. Eine Schublade. Hier drin ist nichts. Nichts Ungewöhnliches. Ach du Kacke, wir müssen ihr helfen, ey. Ein kaputtes Sofa. Völlig verstaubt, ja. Ich guck mich... Ich fass das nicht an. Doch, du musst. Du musst. Nein, ist okay. Leute, wir müssen der Frau echt helfen. Aber wir müssen uns auch hier umgucken erstmal. Ein TV mit Drehregler. Kenne ich aus meiner Kindheit. Ich auch. Natürlich defekt. Na super. So, Leute, die Frau... Oh, der Schrei wird immer lauter. Boah. Das ist schon krass, ja. Da wird die Frau übelst gefoltert, Freunde. Was sind das für Schleifspuren? Dieser Schrank ist an der Wand verschraubt. Diese Info ist wichtig, Freunde. Schrauben. Wie schraube ich sie ab? Boah, Leute, dieser Schrei wirklich. Drinnen hängt ein alter Mantel. Sonst ist hier nichts. Boah, das ist doch krass, Leute. Gut, ich brauche einen Sechskant. Diese Info, Freunde, ist sehr wichtig. Die kriegen wir aber auch nur, wenn wir mehrmals draufklicken. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wir brauchen den Sechskant von Mr. Douglas. Und da haben wir ja in der Werkstatt einen Sechskant gehabt. Na? Genau. Also, es ist vermutlich hinter dem Schrank, die Frau. Es sei denn, wir können irgendwie hier rein. Boah, dieser Schrei ist so heftig. Der bringt einem echt die Gänsehaut auf den Rücken. Ist unfassbar. Ein Fahrrad. Da fehlt ja die Kette. Ein kaputtes Fahrrad. Ja, super. Oh Mann, Leute. Drinnen ist es dunkel. Aber ich höre die Stimme. Ja, dann schieß doch das Fenster auf, Mensch. Verdammt, ich sehe nichts. Ach, ah ja. Ja, dann geh halt hier rein, los. Ein verlassenes Haus. Die Stimme kommt von innen. Helf ihr doch. Die Tür ist verriegelt. Ich höre die Stimme. Keine Antwort. Ey, das ist so krass, ne? Die schießt dich einfach mal die Tür auf oder so. Nein. Naja gut, im Fass ist nichts. Okay. Im Fass ist doch... Alter, was? Ja, man muss hier echt zweimal draufdrücken, ne? Aber neue Schrotpatronen, Freunde. Was sind denn das für Schrotpatronen? Wo sind sie denn? Hä? Wo sind sie denn, die Schrotpatronen? Ah, hier Schrotpatronen. Ah, Firefly, die sind geil, Freunde. Die sind richtig geil. 12G Flammenpatronen verbrennen das Ziel. Die sind richtig gut. Wenn wir die schießen, fackeln wir das Ziel ab. Und das ist richtig geil, Freunde. Später wird das noch sehr wichtig, die Patronen. Ist hier noch irgendwas drin? Eine Panzermine. Hat wohl Mr. Douglas aufgestellt. Eine grausame Waffe. Aber wir haben keine Wahl. Ob hier wirklich so starke NMCs rumlaufen? Ah ja. Ich rühre sie lieber nicht an. Das sehen wir später. Lieber nichts anfassen. Das sehen wir später, ob hier so starke NMCs rumlaufen. Gut, Leute, der Frauenschrei. Ja, wir könnten jetzt einfach das Fenster kaputt schießen. Allerdings, ja, dürfen wir das nicht. Keine Ahnung warum. Ich kann auch gar nicht schießen. Und gut, das heißt, wir müssen zu Douglas und uns einen Sechskant holen, Freunde. Weil dieser Sechskant ist wichtig. Damit müssen wir den Schrank von der Wand schrauben.
Ja, ich weiß, das ist total bescheuert, aber es ist so. Wir müssen jetzt erstmal zum Douglas laufen. Das ist so blöd. Aber wir müssen jetzt echt. Wir können der Frau noch nicht helfen, weil der Schrank davor geschraubt ist. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ja. Es ist halt so gewollt, okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zum Douglas in seinen Wohnwagen rein. Wie sieht es eigentlich mit XP aus? Haben wir da wieder neue bekommen? Moment. Ja, 283, das reicht natürlich für nix, ne? Ist klar. Aber Moment mal, Bounty Points haben wir doch. Ja, 2,9, das könnte für die eine Rüstung reichen, ne? Der hat ja da die Rüstungen gehabt, Leute. Und vielleicht kaufe ich mir die. Jetzt muss ich mal schauen. Da könnte man sich dann auch nämlich die Zusatztaschen dann benutzen. So, das war ja hier vorbei, ne? Genau, Leute. So schnell wie möglich zum Douglas. Die Frau, ich will nicht, dass sie stirbt. Deshalb, ja. Die wird da von irgendwem malträtiert. Das finde ich schon krass, Leute. So, dann geh mal rein hier. Los. Okay, der sitzt hier ganz gechillt, ne? Und wir machen uns hier Sorgen, dass wir hier die Frau verlieren. Wollen Sie was? Ja klar, Waffen. Was darf denn sein? So, dann schauen wir doch erstmal hier Waffen. Gibt's nichts Neues. Munition brauchen wir keine. Schutzkleidung. Nein, Leute, da fehlen 60. Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlen 60. Oh, ärgerlich. Ja, gut, Attachment 6, das hätte ich eigentlich schon ganz gerne, die HP-Regeneration, aber. Ja, das ist dann leider blöd. Gut, dann nicht. Ah, Spiel, komm mal wieder. So. Wollen Sie was? Da wäre noch was. Sie kommen nicht ins Haus. Jemand scheint drin zu sein, aber. Also fest verschraubt. Nun. Benutzen Sie mein Werkzeug. Danke. Die Tür hatte ich abgeriegelt. Du warst das also mit dem Schrank, hä? Ja. Okay. Oder meint er die Tür? Meint er die normale Tür? Komisch, ja. Komisch, komisch. Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder raus und holen uns jetzt mal den Sechskant in der Garage. So, wir mussten ihn nämlich erst um Erlaubnis fragen, weil sonst nimmt sie sich das Item nicht. Das ist irgendwie, ja, die hat dann so viel Angst, dass sie da dem Douglas was klaut. Deshalb erstmal um Erlaubnis gefragt hier. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo. Das war doch hier hinten in der Ecke, ne? Genau, das war hier hinten. Genau, deswegen habe ich mir am Anfang alles angeguckt, um mich zu erinnern, wo es war. Das war nämlich hier. Schaut mal. Zangen, Hämmer, Schraubenzieher, Bohrer. So viele Werkzeuge. Der könnte passen. Ich borg ihn mir. Seht ihr? Schaut mal, da ist der Sechskant. Ja, komm, ist gut. Ich brauche nichts mehr. Okay, ah ja. Alles klar, dann können wir mal uns zu diesem furchterregenden Schrei begeben, Leute. Jetzt holen wir sie aber wirklich da raus. Die wird da echt gefoltert, ey, meine Güte. Hat sich da wieder was getan, gegnermäßig? Nein. Okay. Gut, Leute. 5 Minuten hat die Folge noch. Vielleicht mache ich die Folge ein bisschen früher beende, weil. Ich kann euch schon mal eins versprechen, das wird ein super Cliffhanger. So, gut, Leute. Dann bewegen wir uns mal wieder da hinten. Hin. Und genau. Jo, ich hoffe, euch gefällt das hier, was ihr hier so seht. Mir gefällt es sehr. Und ja, ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. Es gibt einen neuen Zuschauer unter uns, nämlich den Stopfer. Sehr cooler Name im Übrigen. Ja, sei gegrüßt. Freut mich, dass du mitschaust.
Ja, ich hoffe, du hast deinen Spaß. So, Leute. Dann bewegen wir uns mal hier rein. So. Oh Gott, Leute. Diese Atmosphäre auch, ne? Alles so ruhig und dann hier dieser Schrei. Meine Güte, ich brauche einen Sechskant. Ja, Aya, du hast einen Sechskant. Key-Item. Sechskant benutzen. Schraub das ab. Aya. Ganz in Ruhe, ne? Die Frau wird da wahrscheinlich gekillt und du lässt ihr noch Zeit. Ach, Aya, Aya. Gut, Leute, da ist ein Loch. Das Loch wurde mit dem Schrank abge... Ach du Kacke! Alter Schwede, Leute. Okay, wir gehen rein. Alles klar. Hier ist noch ein Raum. Ich sehe den Wohnwagen von Mr. Douglas. Okay, Leute. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Ich möchte nämlich erstmal noch hier... Auf dem Staub steht etwas, Freunde. Genau. Ja, was denn? Genau, Freunde, löse das Rätsel. Wir sind jetzt nämlich hier am nächsten Punkt von dem kleinen Rätsel. Und ihr erinnert euch ja, als erste Zahl haben wir uns die vier Pinkelbecken mal gemerkt. Und da waren wir auf dem Klo und haben da dieses rote Schrift gelesen. Die zweite Sache waren die acht Weinfässer unten im Keller. Da haben wir diese Leuchtschrift gelesen und hier haben wir jetzt den nächsten Teil. So, löse das Rätsel, Leute. Dort, wo keine Sonne scheint, wie viele Fässer in der Mitte? Genau, das haben wir ja gemacht, ne? Das sind ja die acht gewesen. Gehe nun zum nächsten Ort. Das Bild eines Mannes, der mit 21 starb. Dort, wo du dich spiegelst. Okay, dort, wo ich mich spiegel. Wo spiegelt man sich denn? Irgendein Gekritzel, Freunde. Das ist wahrscheinlich in irgendeinem Zimmer, wo wir noch nicht drin waren, Freunde. Genau, Leute. Aber wisst ihr was? Wir merken uns mal jetzt mal die 4 und die 8 hatten wir ja. Und dann merken wir uns nochmal die 7, Leute. Die 7, genau. Weil die... Ja, das erkläre ich euch in der nächsten Folge, warum die 7. Okay, Leute, wisst ihr was? Da die Uhr in einer Minute klingelt, würde ich sagen, bevor wir da jetzt reingehen zu der Frau, mache ich hier erstmal einen Cut rein. Genau, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ich weiß, gemein, aber es ist notwendig. Genau, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.